Ja, alles klar. So, Verena, ich habe eine Spezialaufgabe für dich. Der Herr Graf Waldendorf gibt heute Matinee, ein kleines Konzert heute, ne? Mhm. Der isst sehr gerne gebeizten Saibling mit Gänseleber. Mhm. Lass mal schnell die Fischerei runter und holst mal schnell 20 Saibling, dann muss klein beizen können, gell? Da muss ich jetzt dann gleich los. Ja, geht schon los. Für Martini zu Kanapiswochenwurst. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Dankeschön. Wir freuen uns. Ich freue mich auch sehr. Mensch, gestern noch in Fuschel, heute schon in München. Ja, so schnell geht's. Ja, schau her. Das ist dein Reis. Danke. Boah, ist das schön. Ist echt schön hier. Mhm. Hier kann man es schon aushalten, ne? Alex, guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, Malte, grüß dich, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Habt ihr den Samstag noch gut überstanden? So, gut nach Hause gekommen, längere Fahrt, aber alles gut, super. Wunderbar, das freut mich sehr. Sag mal, ich habe kurz eine Bitte. Wir haben noch die Frau Neubert, die bräuchte unbedingt diese Tickets, von denen ich dir erzählt hatte, für heute Abend. Könnt ihr die noch organisieren für uns für heute Abend? So, kein Problem, mach mal gerne. Guten Morgen, Herr Darian. Guten Morgen, Ronja. Geht's Ihnen gut? Sehr gut, danke. Sie hatten Zwischenprüfung, richtig? Genau, letzte Woche. Und, wie war's? Lief sehr gut, danke. Das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ganz gespannt. Danke, danke. Ebenso. Thank you.
Frau Hansen, dann machen wir das einmal so für Sie, ja? Super, vielen Dank. Sehr gerne. Frau Giron, Tisch 34, bitte einmal ohne Knoblauch. Vielen Dank. Mensch, Vicky, läuft doch. Ist doch super, Schlotti. Denk nur bitte dran, dass ihr den Koriander beim Curry weglasst, bei Frau Hansen. Ja, weiß ich doch. Mann. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Schlotti. Happy Birthday to you. Dr. Nabar, Sie machen ja Sachen. Und jetzt sind die ganzen Sachen von Laura nicht mit dabei. Die hat nichts zum Anziehen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Die Geschäfte sind circa noch 2 Stunden geöffnet. Auf welcher Höhe der Autobahn sind Sie jetzt? Braunschweig. Ja, das sind circa 2 Stunden. Herr Dr. Nabar, wir sehen uns. Bis später. Sachen für Laura. Oh, süß. Findest du? Echt gut? Ja, total. Ja? Habt ihr das gut ausgesucht? Pünktlich wie immer. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Ich freue mich, hier zu sein. 24 Jahre? Unfassbar schnell ist die Zeit vergangen. Du weißt, mit dem Wort stolz gehe ich sehr vorsichtig um. Aber ich bin stolz, dass du den Breitenbacher-Hof in Düsseldorf so erfolgreich führst. Hallo, Frau Rösler. Kommen Sie zu uns. Hallo, Herr Nüse. Sie kennen Herrn Haidarian? Ja, hallo. Freut Anna mich Rösler. Sehr. Freut mich sehr. Eine unserer besten. Und sie geht jetzt nach Miami. Gratulation. Vielen Dank. Da habe ich ja auch gelebt und gearbeitet. Das war toll. Und danach kommt sie zurück zu uns in den Nassauer Hof. Wirklich? So wie ich? Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich kann jetzt nicht länger warten. Den Herrn Nüser und den Herrn Haidarian getroffen und habe mit denen gesprochen. Und ich war richtig aufgeregt. Und es lief echt super. Richtig aufgeregt. Guten Abend, herzlich willkommen. Guten Abend. Ich habe gehört, Sie haben von den Gin-Restaurateur dieses spezielle Menü und ich wollte fragen, ob Sie heute Abend noch für mich einen Tisch frei haben. Da haben Sie richtig gehört, das ist das Trenü. Sie wissen schon, dass das bis 30 Jahre alt ist? Nein, das wusste ich nicht, das tut mir leid. Spaß. Ich nehme Sie gerne mit, Sie haben Glück heute Abend. Bitte schön. Danke Ihnen. Also wenn du hier das Schenkelchen runterdrückst, ja? Ja. So machst du das. Suchst du mit dem Messer das Gelenk, trennst es durch, schneidest es anhand der Haut, nimmst dann das Schenkelchen und drehst es sofort um, damit die Haut nicht im eigenen Saft steht und sie schön knusprig bleibt. Okay.
Und wie lange brauche ich jetzt dafür, bis ich das so gut drauf habe wie Sie, Frau Hiller? Also ich habe auch sehr lange dafür gebraucht. Ja. Sieht okay. Jetzt nicht ganz so einfach aus, wie es ist. Ja. Aber ich sag nur, Übung macht den Meister. Und dann geht das auch so einfach von der Hand. Vor allen Dingen, wenn du es am Gast machst, ne? Das ja. Ist ein schönes Spektakel. Ja, also die gucken das immer gerne zu, sind dann immer sehr begeistert. Und sowas wird ja auch nicht mehr in allen Häusern getrieben, ne? Hallo Sibylle. Hallo. Ich habe noch die Daten von der Körperanalyse bei der Dame 2.16. Mhm. Es sind 36% Körperfett bei 1,65. Oh, das ist jetzt doch mehr als ich dachte. Wie lange bleibt sie denn? Voraussichtlich 4 Wochen. Ja, das kriegen wir hin. Ah, wir schaffen das. Prima. Danke, tschüss. Für mich. Ja, klar. Es geht um die Dame von 2.16 bezüglich des Diätessens. Mhm. Ich wollte dir nur sagen, sie hat Laktose- und Glutenintoleranz und sie mag absolut keinen Blumenkohl. Gut, das ist gar kein Problem. Ich habe für heute ihr so einen Spinat-Brokkoli-Smoothie mit ein bisschen Bananen und Ingwer vorbereitet und obendrauf ein bisschen Kokosschaum. Ich habe hier den einen schon fertig. Ich mache ihr noch einen, falls der eine nicht reicht. Gut, dann nehme ich den gleich mit. Genau. Sie hat sowieso Hunger. Mit. Wunderbar. Dann. Oh, Kevin, geht es noch ein bisschen tiefer in die Knie? Noch tiefer? Ja, ein bisschen noch. Ein bisschen geht noch. Ja, das schaut schon gut aus. Du bist aber anspruchsvoll. Die Dame von 2.16 kommt heute Nachmittag ja zu dir. Ja, ich weiß. Hast du dir schon eine Übung überlegt für sie? Was hältst du hier von Christina? Finde ich gut, nur du wirst sie am Anfang unterstützen müssen. Das mache ich, da helfe ich ihr gerne. Und in 2 Wochen? Da legen wir noch eine Schippe drauf.